Hallo Leute. Mann, das ist eine andere Begrüßung als sonst. Moin Leute, so. Ja, wir spielen nun gegen die Braunschweiger. Falls man das so sagen kann. Ach komm, blaue Trikot hier so. Wir sind Heimsteiner, das heißt mindestens so ein Unentschieden ist angesagt. Also keine Panik. Auf der Titanic. Vielleicht, ja. Schafft ja Braunschweig das Wunder, unsere Heimfront zu brechen, was ich aber ehrlich gesagt stark bezweifle, dass das schaffen. Ich meine, komm, wir lagen sogar, glaube ich, mal 2-0 zu Hause hinten oder ein, pff, ja, und da haben trotzdem locker mal eben 2-2 gespielt gegen Bielefeld lagen wir, glaube ich, nur 1 zu hinten. Ja, das reicht aber schon. Das Prinzip ist dasselbe. Wir lagen hinten und haben das gedreht. Und da werde ich angeschrieben. Was, also wenn ich jetzt wüsste, was er da meint, ne? Egal, bla bla bla. Irgendwie, was, vielleicht weiß er jetzt, dass ich ein Let's Play mache, ne? Das könnte er sehen, aber. Das ist. Ich kann jetzt eigentlich gar nicht nachgucken. Zack. Ich will aber nachgucken. Ich will was er gucken, was er geschrieben hat. Aber bei so einem Let's Play ist das. Ich würde das nicht machen. Ah, Mann, komm. Ich mag auch ehrlich gesagt bei diesem Stadion diese Sicht nicht so schräg drauf. Aber auch nicht von oben, sondern so. Ja, genau als, sag ich mal, Stadionbesucher die Sicht. Wenn man so sagen kann. Ich weiß, ich sag das oft, aber. Egal, wenn man es so sagen kann. Ja. Trotzdem, es ist halt irgendwie ein bisschen anders, wenn man. Ich mag mehr die Sicht da drauf, da habe ich mehr Übersicht. Aber komischerweise bin ich nie. Bin ich nicht ungeschlagen in diesem Stadion und dieser Perspektive. Obwohl ich dadurch besser spiele. Komm, Chaster! Jawohl! Ach, zu doof, dass da keiner. Oh doch, da war einer. Ah ja, oh mein, einer mit der. So. Schwarz. Ja, unser Experte in Sachen Freistoß und. Ui! Das war jetzt auch ein guter Kopfball. Ach, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Ach ja, was ich noch sagen werde, sagen will. Beziehungsweise, falls ich in die erste Liga komme mit Oberhausen, ja, ist ja ein Turnier, werde ich nicht nur die Mannschaft Oberhausen ersetzen, sondern auch die Absteiger. Die in Wirklichkeit abgestiegen sind oder so gut wie abgestiegen sind. Ich weiß nicht, falls ich das Let's Play irgendwie be vorher beenden soll, als die Absteiger schon feststehen, würde ich einfach so grob, würde ich das einfach so machen, ja. Die auf dem jetzigen momentanen Stand auf Abstiegsplatz sind, dass sie einfach alle wegkommen. Auch wenn, sag ich mal jetzt zum Beispiel, wer hat eine gute Chance für die, ja, Köln oder Hertha zum Beispiel Relegation kommt, dann, ne? Zack! Ui! Tor! Eigentlich wollte ich passen. Egal. Ich weiß jetzt nicht, wo ich war. Dieser Schuss, der hat mich jetzt aus dem Konzept gebracht. Ja. Ich glaube, wir waren da, ja, genau. Egal, wer in der Redaktion ist, ob Köln oder Hertha, die werden dann einfach auch ausgeschmissen. Das mache ich dann einfach mal so. Und die bei mir im jetzigen Turnier mit aufgestiegen, also eigentlich aufsteigen würden, Mann, die packe ich mit rein ins Turnier. Und dann haben wir eigentlich, ja, ein etwas anderes Turnier. Ja, schon alleine, weil Oberhausen dabei ist, ist es schon. Ich glaube, ihr werdet mich verstehen, wenn ich sage, also ich bin ja selbst Oberhausen-Fan. Und ich weiß, dass Oberhausen, wenn immer in die erste Liga wiederkommen sollte, es noch etwas dauern wird. Also, das kann mir wohl keiner übel nehmen, das stimmt ja auch. Also wir sind momentan dritte Liga. Zwar, wir haben noch Chancen auf den Klassenerhalt, trotzdem ist das ein bisschen mager. So, wenn man so als ja, Zweitligist da hinkommt und dann, zack, boah! Ja, komm, die guten Spieler sind zwar weg, aber trotzdem. Bitte nicht übernehmen, RWO-Fans. Ich bin selber einer. Ich, ja.
falls einige jetzt denken, du hast keine Ahnung, wir steigen doch sofort wieder auf und werden sogar in die erste Liga weiter aufsteigen. Ne, ich persönlich glaube da auch nicht dran. Ich sag das immer so als Scherz an meine Freunde. Denn es wird noch, wenn wir es schaffen sollten, in die erste Liga zu kommen, was ich im Moment ziemlich stark bezweifle, dann dauert das noch ziemlich lange. Ziemlich. Ja, das nimmt mir es übel, aber ihr müsst zugeben, es stimmt leider. Klar, es gibt irgendwelche Wunder. Zum Beispiel Hoffenheim wurde ja aufgekauft. Hätten wir so eine Geldbespritzer, dann würden wir... Oi, Scheiße! Guck mal, sobald ich vom Wort Geld rede, ne, dann trifft er hier, der Chesser. Aber ich glaube, das war abgefälscht sogar noch, oder? Ah, scheiß drauf. Ist ein Tor. Aber auch ein gutes, finde ich jetzt. Ja. Unsere Heimmacht bleibt bestehen. Ich glaube nicht, dass wir ein 2-0 einfach so aus der Hand geben, obwohl ich da schon öfters bei FIFA hingekriegt habe. Bam! No. Ja. Jüllich und Chesser. Gar kein so großer Zeitabstand von den Toren. Das eine Tor will ich mir jetzt nochmal angucken. Es tut mir leid. Nein, das hier nicht. Das war zwar auch very nice, aber ey, das ist jetzt nicht euer Ernst. Sie zeigt jetzt nicht die... Ah. So. Und jetzt nochmal Chesser hier. Nein, der war gar nicht abgefälscht. Also, ich glaube nicht, nein. Ah. Ich meine, der... ich sag einfach nein. Aber egal, wir legen jetzt weiter los mit der zweiten Halbzeit. Und versuchen hart und kämpft. Jetzt ein 2 zu... Ach, wir machen ein 2-0 halten, aber wir machen das Ergebnis ein bisschen höher. Und zwar so zum... ich würde mal sagen, 7-0 würde reichen, oder? 7-0, 12-0... 23-0. Ach, ich weiß es nicht. Also wenn das jetzt Abseits war, nee, war es nicht. Jansen. Also sag mal hier, ne? Ich krieg noch mehr Freistoß. Ich wollte extra. Ich habe extra so zum Freistoß, aber egal. Zack und zack und schade. Schade. Kommt euch da, das, jetzt aber! Perfekt geklärt, das war ja stark! Ach, der Kapitän von Braunschweig geht raus, nimmt natürlich die Kapitänsbinde mit. Bei Braunschweig hat man diesmal gesehen, wir brauchen kein Kapitän mehr, wir haben ohne Kapitän bessere Chancen. Also, ja. Ah, das war ein bisschen, zu starr, also zu hart hier passt und oh, ich dachte ich krieg jetzt den Ball hier, aber nee, so ist das ja nicht, man kriegt da nicht mal Almosen. Hey, das ging aber ganz gut eigentlich. Mojic, Jüllich. Schwarz. Ah, sein Ausdauer ist ja echt super. Deswegen gibt er noch einen Schuss ab und... Ui. Ja, dann wechseln wir auch mal. Also bereiten die Auswechslungen vor. Schwarz, schade. Warum hat er so eine schwache Ausdauer? Das wäre doch viel besser, wenn er... ja, fitter wäre. Ja, komm, Knassmüller. Bespielt mal auf der Position. Und... Ja, komm, nee. Hier, der Jüllich, der hat seine Ausdauer hier, ne? Ja, ich das Gefühl, der Chesser sogar weniger hat. Jetzt sehe ich mir, jetzt glaube ich, dass wieder Chesser mehr... doch. Der Chesser hat mehr, hat. Hat er auch. So müssen wir das machen. Dann kommt Van der Meulen. Zack! Oh. Ey, ich werde langsam kloppt, also die haben so gute Pässe und oh, der war gut. Scheiße, noch ein Tor und dann haben die den Ausgleich.
Scheiße! Das kommt davon, hey. Wir haben geträumt ein bisschen und jetzt, ja. Gut, dann, passen wir auf die Spitze davon auf. Auf den, ja. Ich keine Ahnung, wie der heißt. Ja, da war er doch. Da war der. Da war die olle Sau da. Wie heißt da? Weiß ich. Kumbella. Kumbella. Oh. Nein! Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Nein! Also, ich hab gesagt in der ersten Halbzeit, der Sieg ist klar. Und jetzt das. Jetzt kommen zwei solche beschissenen Aktionen von Braunschweig, ne? Und ich krieg die Tore. Ich krieg die Tore rein. Komm, wenn du den nicht reinmachst, dann... Du bist auch so dumm! Yeah. Ey, komm. Der macht nie Bälle rein, oder? Jetzt aber Knastmüller los. Ja, ey, komm, von der Moin. Muss die Beine nicht zugucken, muss da hinterherlaufen, du Spannackel. So, der das letzte Mal das Tor vor Eitel hat, das... Was? Nein! Ja, noch 5 Minuten. Ja, gut, dass der Ball ankam, sonst hätte ich hier einige Köpfe rollen lassen, aber... Komm, 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 komm. Nein! Nein! Bitte keine 90. Minute. Oh, 15 Sekunden noch. Ah ja, gesagt 17, aber... shit, shit, shit. Hinterher, 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 hinterher. Zieh doch nicht so weit dahin, ich wollte gerade ein bisschen aufmachen. Erfolgst du dir den Ball? Oh, ey, komm schon. Fuck! Das war mein Schreibtisch. Ja, das war jetzt totaler Mist. Was jubelt hier eigentlich? Ich, der Trainer, will ich ausflippen. Was ich jetzt eigentlich auch schon tue, ey. Es ist ja... Man merke, erst beim 3-0 ist der Sieg sicher. Zwei wichtige weitere Punkte, ey. Ist doch zum Kotzen, ey. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Und wir müssen jetzt gegen Pauli, ey. Ich hätte da lieber unentschieden gespielt. Das ist viel besser. Ah, okay. Wir sehen uns dann beim nächsten Bar zu Gast bei Pauli, wo, oh, wo wir uns richtig anstrengen müssen. Also, bis denn.